Rentenkürzung durch die Hintertür. Der Krankenkassenzusatzbeitrag steigt ab 2025. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, wer ahnten schon Schlimmes, das Schlimme kommt wirklich auf uns zu. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, Rentnerinnen und Rentner, werden sich im Jahr 2025 wieder über eine möglicherweise saftige Erhöhung des Zusatzbeitrags bei der Krankenversicherung und auch für die Pflegeversicherung freuen können. Ich male mir diesen ganzen Spaß nicht aus, meine Damen und Herren, und ich sage Ihnen das ohne wirklich Häme und bin da auch wirklich ein bisschen erschüttert, was ich hier lesen durfte. Das hat nämlich unser Gesundheitsminister von der SPD, Karl Lauterbach, in einem Interview für die Zeitschrift Stern mitgeteilt. Der hat gesagt, dass die Beiträge für die Krankenversicherung und auch für die Pflegeversicherung steigen werden. Davon geht er auf jeden Fall aus. Er kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie hoch die Steigerungen aussehen werden. Aber der Gesundheitsminister begründet das praktisch letzten Endes damit, dass ansonsten Krankenhausreformen nicht umsetzbar wären. Und wen trifft es natürlich immer? Die Dummen, auf Deutsch gesagt, den Beitragszahler. Das heißt also, die Krankenkassenzusatzbeiträge im Jahr 2025 werden definitiv wieder für uns steigen. Das heißt, die Preisspirale dreht sich immer weiter nach oben. Und offensichtlich kennt Lauterbach nur noch einen Weg aus dem Dilemma der Altersdemografie und auch aus dem Dilemma des technischen Fortschritts und auch der Probleme mit der Finanzierung der Krankenhäuser, das alles hier auf die Beitragszahler abzuwälzen. Ich weiß auch, dass er letzten Endes ein Problem mit dem Bundesfinanzminister hat. Normalerweise wäre das an sich auch kein Problem zu sagen, dass der Staat den Zuschuss zur Krankenversicherung einfach mal diesen Steuerzuschuss erhöht. Nein, aber da wird der Lindner nicht mitmachen. Herr Lindner ist im Übrigen, vermute ich mal, privat krankenversichert. Den betrifft das natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie Lauterbach versichert ist, ob er vielleicht auch privat krankenversichert ist. Aber, meine Damen und Herren, es ist schon erstaunlich, dass die Krankenkassenbeiträge immer weiter steigen und damit auch der Gesamtsozialversicherungsbeitrag schon jetzt über 40% liegt, meine Damen und Herren, und wir hier eine Verteuerung der Arbeitskosten haben und auch letzten Endes eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Denn die Bruttorenten werden dann im Jahr 2025 um einen höheren Beitragssatz zur Zusatzversicherung belastet. Das heißt also, Ihre Nettorente, das, was Sie ausgezahlt bekommen, wird dann niedriger sein, als wenn es keine Zusatzbeitragserhöhung und Pflegebeitragserhöhung geben wird. Bei den Pflegesatzbeiträgen wissen wir auch noch nicht so genau, was dabei rauskommt, aber wir dürfen davon ausgehen, dass auch der Pflegebeitrag sich im Jahr 2025 wieder erhöhen wird, weil die Kosten für die Pflegeheime und für die Pflege insgesamt immer weiter steigen. Und letzten Endes gibt es auch da nur einen Weg nach oben, nämlich höhere Beiträge zur Pflegeversicherung. Ja, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen das leider nicht ersparen. Sie müssen sich darauf einrichten, dass Ihre Renten hier diesbezüglich entsprechend mit diesen entsprechenden Zusatzbeiträgen und auch mit höheren Pflegebeiträgen dann ab 2025 belastet werden. Wann das genau kommt, weiß ich nicht. Vielleicht dann erst im April 2025, je nachdem, wie die Rechtslage da bei der Umsetzung der Beitragserhöhungen sein wird. Aber, meine Damen und Herren, im Jahr 2024 war ja auch schon das Jahr der Erhöhung der Zusatzbeiträge und Krankenkassen haben hier in fast schamloser Art und Weise ihre Zusatzbeiträge erhöht. Es gibt sogar Krankenkassen, die haben dieses Jahr, im Jahr 2024, sogar schon zweimal die Zusatzbeiträge erhöht, was eigentlich im Grunde genommen ein völliges Unding ist. Aber so ist leider die Rechtslage aktuell. Und deswegen kann ich nur allen empfehlen, hier in Deutschland auch den Politikerinnen und Politikern, die vielleicht dieses Video sehen, denken Sie doch endlich mal über eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung und eine Pflegevollversicherung nach.
Das könnte möglicherweise viele Probleme auch hier lösen. Und natürlich müssen wir strukturelle Probleme bei den Krankenhäusern, bei den Ärzten, bei den Vergütungen und auch bei den Apothekenvergütungen klären. Das ist ganz klar. Aber es kann nicht alles zulasten der Beitragszahler gehen. Das ist schlicht und ergreifend ein unerträglicher Zustand. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.